Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch mal ein paar Knabberrollen machen und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Was ihr dafür braucht, einmal natürlich Wasser, dann Mehl. Wenn ihr es für zum Beispiel Kaninchen machen wollt, dann nehmt kein Weizenmehl, sondern Buchweizenmehl. Weil ich jetzt aber Farbmäuse habe und ich jetzt kein Buchweizenmehl gefunden habe, nehme ich das Weizenmehl. Das ist in Ordnung für Farbmäuse. Dann braucht ihr ein Glas oder einen Becher zum Abmessen. Dann natürlich Klorollen. Bitte die unbedruckten, die hier sind nämlich nicht bedruckt. Die bedruckten eignen sich dafür nicht. Dann eine Schüssel für den Mehlkleber. Ein Teller, hier ein Teller, wo man dann halt die Saaten oder das Futter reinmacht, was ihr benutzen wollt. Ein Pinsel zum Verstreichen vom Mehlkleber und natürlich Futter. Ich habe hier einmal das Hauptfutter meiner Farbmäuse und ja, das den Hai, ist nichts für dich. Und einmal eine Saatenmischung für Farbmäuse. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich benutzen werde. Ich nehme aber an, zuerst die Saatenmischung, weil sie Saaten sehr gern mögen und Kräuter und Blüten eher nicht so. Okay, dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal den Mehlkleber. Für den Mehlkleber gebe ich ein Glas Mehl und ein Glas Wasser zusammen. Das wird jetzt ein bisschen viel, ich weiß. Ich werde wahrscheinlich sowieso mehr Rollen machen. Aber jetzt zeige ich euch jetzt erstmal eine. Dann ein Glas Wasser. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu viel ist. Weil ich sie auch noch irgendwie vermischt bekommen muss. Dann nehme ich meinen Pinsel. Und dann muss man das verrühren. Damit es ein Mehlkleber wird. Das mache ich jetzt mal. So, der Mehlkleber ist jetzt fertig. Ich habe soweit die Stückchen rausgemacht, die rausgingen. Die Konsistenz ist jetzt mittlerweile in Ordnung. Ich musste noch ein bisschen Mehl dazugeben, weil es zu flüssig war. Aber jetzt müsste es eigentlich klappen. Dann stellen wir den mal zur Seite und holen jetzt unseren Teller. Hier werde ich jetzt erstmal die Saatenmischung reingeben. So, dass der Boden bedeckt ist. Ich kann ja gleich dann noch dazugeben. Das sind jetzt übrigens wirklich nur Saaten, also keine Kräuter, keine Eiweißquellen, nichts. Nur Saaten. Dann nehmen wir hier so eine Papprolle, die hier hatten sie auch schon mal im Gehege, deshalb sieht die so aus. Und jetzt werde ich mir eine Unterlage machen mit Tüchern, weil ich habe einen Teppichboden und da wäre es halt blöd, wenn da was daneben gehen würde. Und dann können wir schon anfangen, die Rolle zu bestücken. Hier liegen nun meine drei Knabberrollen zum Trocknen. Die hier ist nur mit Saaten und die beiden hier, da ist auch noch Hauptfutter mit reingemischt. Sie trocknen sehr schnell, wenn ihr den Mehlkleber nur dünn auftragt. Also die sind eigentlich schon so gut wie getrocknet. Ihr müsst jetzt nur darauf achten, dass ihr die in den nächsten Tagen auf jeden Fall verfüttert, damit es nicht anfängt zu schimmeln oder sonstige Kulturen zieht. Ich habe jetzt auch nur so viele gemacht, wie ich jetzt halt in den nächsten 3 Tagen, die sind für 3 Tage. Verfüttern werde, einfach damit sie auch noch ein bisschen Beschäftigung haben. Und es hätte ein Zehntel der Menge von dem Mehlkleber gereicht, den ich gemacht habe. Also ich schütte jetzt wirklich mehr als die Hälfte der Schüssel nochmal weg. Also wenn ihr nur eine machen wollt, wirklich sehr, sehr wenig Mehlkleber nur machen, damit ihr nicht so viel wegschütten müsst. Genau, das war's an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!